Hallo zusammen, herzlich willkommen. Hier ist wieder Susanne erklärt. Nächste Aufnahme, nächstes Video. Ich habe versprochen, ich sage noch was zur Standardisierung, weil es ja letztes Mal etwas rüde abgebrochen ist, nachdem die Batterien leer waren. Dieses Mal habe ich volle Batterien drin. Ich hoffe mal, die halten jetzt eine Weile. Also ganz grundsätzlich, Standardisierung hat Vorteile und zwar für alle Seiten. Also man kennt zum Beispiel Standardisierungen von Steckern. Also wir haben in Deutschland überall dieselben Stecker für Steckdose und so weiter. Wir haben ähnliche USB-Stecker an unserem Computer, wir haben ganz klar standardisierte SD-Karten und so weiter und so fort. Das hängt alles zusammen, da ist Standardisierung immer deutlich nützlicher. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten jetzt keine tollen DIN-Normen für Papier und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr müsstet immer gucken, wenn ihr Papier kauft, kriege ich das überhaupt in meinen Drucker rein? Habe ich Umschläge, wo das Papier reinkommt? Und am Ende hätten wir dann 20 verschiedene Größen an Ordnern im Schrank stehen, weil eben das eine Papier ist ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer, das eine ist breiter, das andere ist schmaler. Wir würden wahnsinnig werden. Und in der beruflichen Hinsicht ist es ganz ähnlich mit der Standardisierung. Damit, dass es Berufe gibt, wo also die Betriebe sagen können, ich suche jetzt nach jemandem, der diesen Beruf hat, ich suche jetzt jemanden mit einer kaufmännischen Ausbildung, weiß der Betrieb schon in ungefähr, ja, dieses, jenes, welches kann derjenige, da kann ich ihn einsetzen, das ist dessen Beruf, das hat er gelernt, da braucht jetzt der Betrieb nicht jedes Mal nachfragen, ob derjenige jetzt in der Lage ist, einen einfachen Brief zu schreiben oder eine E-Mail, der weiß einfach, ja, das klappt. Das kann jeder mit einer kaufmännischen Ausbildung. Und wenn ein Betrieb sagt, er sucht eben einen Schlosser, dann kann er da auch erwarten, dass der jetzt bestimmte Sachen einfach schon drauf hat. Also das ist jetzt für den Betrieb einfach sehr viel leichter. Damit wird man auch ein Stück weit austauschbar, ist klar. Aber damit sinken natürlich jetzt auch die Kosten. Und es hat jetzt auch für beide Seiten seine Vorteile. Ne? Also ich kann jetzt eben auch sagen, ich wechsle den Arbeitgeber, suche mir was Neues, finde wahrscheinlich auch woanders etwas, was mir gut passt oder was gut zu mir passt. Und der Arbeitgeber kann jetzt eben auch sagen, dass er jetzt da verhältnismäßig erträgliche Kosten hat, wenn er jetzt neues Personal einstellen möchte. Also gerade diese Verwertbarkeit und Austauschbarkeit ist für beide Seiten schon von Vorteil. Auch wenn es natürlich dann am Ende darauf hinausgeht, dass jetzt eben die Qualifikation eben bewiesen werden muss anhand von Zertifikaten und das jetzt am Ende wahrscheinlich wichtiger ist als Kompetenz. Also wenn ich eine Kompetenz nicht nachweisen kann, dann bringt die mir jetzt auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise wenig. Also mein angefangenes Studium nützt mir auf dem Arbeitsmarkt nicht so viel wie meine abgeschlossene Ausbildung, weil ich das einfach noch nicht großartig beweisen kann. Ja, das war also die Sache mit der Standardisierung. Nur ein kurzes Video noch nachgeschoben. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt dann damit auch schon mal, weil das nächste Thema wird größer, sonst wird das Ganze zu umfangreich. Also dann, tschüss!